Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 6, der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2018-2019. Vereinbart ist eine Redezeit von 10 Minuten. Es wird vorgeschlagen, die Rednerreihenfolge wie bei einer Regierungserklärung festzulegen. Dies wäre wie folgt: Zunächst die Landesregierung, dann die SPD, Bündnis 90 die Grünen, die AfD, die Freien Demokraten, die Linke, die CDU-Fraktion und die fraktionslose Abgeordnete. Sind Sie damit einverstanden? Ich erteile entsprechend nun dem Minister der Finanzen, Herrn Staatsminister Dr. Schäfer, zur Einbringung des Gesetzentwurfs das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für das freundliche Entree. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Politik der Landesregierung ist durch drei große Linien geprägt. Erstens, wir stellen uns den Herausforderungen, denen sich unser Land gegenüber sieht. Zweitens, wir scheuen auch nicht davor zurück, notfalls unangenehme Entscheidungen zu treffen, um die notwendigen Weichenstellungen vorzunehmen. Und drittens, wir haben bei allem, was wir tun, den fairen Interessenausgleich zwischen den Generationen fest im Blick. Das gilt für den Klimaschutz genauso wie für eine nachhaltige hessische Finanzpolitik. Diesen Leitbildern waren wir in den vergangenen Jahren verpflichtet. Wir werden sie aber auch selbstverständlich in der neuen Legislaturperiode fortführen. Genau dies zeigt auch der Gesetzentwurf für den Nachtragshaushalt für dieses Jahr, den wir heute in erster Lesung beraten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich mich dem Nachtragshaushalt zuwende, möchte ich doch ein bisschen zurückblicken und an den Beginn der vergangenen Legislaturperiode erinnern. Damals war die Ausgangslage ein Doppelhaushalt, der eine planmäßige Nettokreditaufnahme von über 1 Milliarde € für das Jahr 2014 vorsah. Es klaffte eine große Lücke zwischen den originären Einnahmen des Landes, vielen Dank, einerseits und den Ausgaben andererseits, die nur durch neue Schulden zu überbrücken waren. In den vergangenen 5 Jahren ist es uns gelungen, die Netto-Neuverschuldung des Landes sukzessive bis auf Null zurückzuführen. Seit dem Jahr 2016 nimmt Hessen keine neuen Schulden mehr auf. Den Begriff der Nettokreditaufnahme konnten wir getrost in Langscheids Fremdwörterlexikon überführen. Gleichzeitig konnten wir aber auf der Grundlage von Haushaltsverbesserungen im Vollzug nicht nur darauf verzichten, neue Schulden aufzunehmen, sondern in die Tilgung von Altschulden einzusteigen. Die beläuft sich mittlerweile auf 600 Millionen €. Und hierbei hat, meine Damen und Herren, das Haushaltsjahr 2019 eine besondere Bedeutung. Es ist nämlich das erste Jahr seit einem halben Jahrhundert, in dem wir bereits im Planansatz den Abbau von Altschulden berücksichtigt haben. Und daran rütteln wir auch im Nachtragshaushalt nicht, sondern der planmäßige Schuldenabbau geht unverändert weiter. Ich sage das auch deshalb, weil wir halten verlässlich Kurs, gerade weil es auch in Deutschland aktuell eine mehr oder minder muntere Debatte über den Sinn und Zweck der Schuldenbremse gibt. Dies ist vor dem Hintergrund besonders erstaunlich, dass die Schuldenbremse erst vor wenigen Jahren in das Grundgesetz und dann auch einige Jahre später in die Hessische Verfassung übernommen werde. Und vor allem auch deshalb, weil die Menschen gerade bei dieser Volksabstimmung mit 70% Zustimmung eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, dass sie ausdrücklich diese Entscheidung der Politik für richtig halten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe eingangs gesagt, dass wir uns auch vor unangenehmen Entscheidungen nicht weggeduckt haben. Und die Konsolidierung der letzten Legislaturperiode war eben kein Spaziergang, sondern wir haben auch dann Kurs gehalten, als der Wind rauer wurde. Konsolidierungsmaßnahmen lösen in aller Regel ganz selten große Begeisterung aus, auch wenn sie notwendig sind. Solide Haushaltspolitik ist eben kein Selbstläufer, sondern bedarf kontinuierlicher Anstrengungen, um auch unseren Kindern und Enkeln finanzielle Handlungsspielräume zu bewahren. Diesem Gedanken der Generationengerechtigkeit ist auch die vorgesehene zusätzliche Zuführung zum Alterssparbuch Hessen verpflichtet. Im Nachtrag steigern wir den Betrag um 40 Millionen € auf fast 170 Millionen €. Damit betreiben wir ganz konkret eine verlässliche und verantwortungsvolle Vorsorge für künftige Pensionslasten.
Wir sorgen aber nicht nur für die Zukunft vor, sondern berücksichtigen in diesem Nachtrag auch ganz aktuelle Entwicklungen. Und dazu zählt in besonderer Weise die jüngste Tarif- und Besoldungsrunde. Wir erkennen damit die unverzichtbaren Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unser Land an. Sie erbringen für unsere Bürgerinnen und Bürger gute und qualifizierte Dienstleistungen und stellen die staatliche Daseinsvorsorge sicher. Insgesamt steigen die Gehälter rückwirkend ab März 2019 um jeweils über 3%. Zugleich stellen wir uns aber mit diesem Nachtragshaushalt den aktuellen beschäftigungspolitischen Herausforderungen. Dazu zählt der demografische Wandel aber genauso wie die notwendige Sicherung von Fachkräften. Unser Anspruch ist es, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und auch zu bleiben. Deshalb haben wir auf innovative Elemente wie das Hessenticket, das ja heute Morgen auch schon Gegenstand der Erörterung war, gesetzt. Und wir bringen die Arbeit in die Heimat der Menschen, zum Teil auch zurück. Das führt zu mehr Lebensqualität bei den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, entlastet die Umwelt und stärkt nicht zuletzt die ländlichen Regionen in Hessen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen langfristig Nachwuchs, nicht nur generell in unserer Gesellschaft, sondern vor allem auch in der öffentlichen Verwaltung. Deshalb investieren wir jetzt mit diesem Nachtrag in die Ausbildung junger, motivierter Kolleginnen und Kollegen. Im Nachtrag wurden deshalb 500 neue Stellen für zusätzliche Ausbildungskapazitäten geschaffen. Damit unser Land ein sicheres Land bleibt, investieren wir viel in die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Wir stocken die Ausbilderzahlen bei der Polizei und Feuerwehr auf und wandeln knapp 1.800 Stellen für Rechtsreferendare in Beamtenstellen um. Zudem werden die Wachpolizei und die Justiz mit rund 130 zusätzlichen Stellen weiter gestärkt. Auch die Bildung und die Investitionen in die jungen Köpfe in diesem Land und deren Zukunft sind für uns von besonderer Bedeutung. Deshalb stellen wir auch zusätzlich 250 Lehramtsreferendare ein. Wir stärken damit weiter das Bildungsland Hessen, meine Damen und Herren. Zudem bieten wir weiteren 200 jungen Menschen eine Ausbildung oder ein duales Studium in der Steuerverwaltung, einerseits um den Herausforderungen der Neuordnung der Grundsteuer zu entsprechen, aber auch den täglichen Einsatz für Steuergerechtigkeit weiterhin mit qualifizierten Nachwuchskräften stärken zu können. Weitere Veränderungen begeben sich unter anderem im Bereich des Straßenbaus. Für 20 zusätzliche Ingenieurstellen mit Blick auf komplexe Tunnel- und Brückenbauwerke werden geschaffen. Die Meisterprämie wird ausgeweitet, die Dürrehilfe für die Landwirtschaft verstetigt und weitere Mittel zur Förderung des ländlichen Raums vorgesehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, all diese neuen Maßnahmen kommen zudem hinzu, was im ursprünglichen Haushalt bereits veranschlagt war. Mit diesem Nachtrag setzen wir also weitere Akzente für die positive Entwicklung unseres Landes. Zu diesem Bild passt im Übrigen auch, dass die Investitionsausgaben des Landes im Nachtrag auf über 2,3 Milliarden € ausgeweitet werden. Sie liegen damit um über 450 Millionen € über dem Wert des Jahres 2018. Zugleich waren wir gehalten, notwendige Aktualisierungen vorzunehmen. So musste etwa der Mittelansatz für den Flüchtlingsbereich um 250 Millionen € angepasst werden. Da die Kosten in diesem Bereich nicht steigen, aber sie sinken nicht so schnell, wie wir das ursprünglich einmal angenommen haben. Gleichwohl liegen sie mit jetzt rund 750 Millionen € deutlich unter dem Wert des Jahres 2017. Damals beliefen sie sich noch auf über 1,3 Milliarden €. Und selbstverständlich werden auch die Veränderungen im Geschäftsbereich des Hessischen Landtags berücksichtigt. Dazu zählt natürlich die deutlich gestiegene Zahl der Abgeordneten als das Ergebnis der letzten Landtagswahl. Dies führt nicht nur hier im Plenarsaal zu einer gewissen Enge, sondern auch im gesamten Landtagsgelände. Das kennen wir aus unserer praktischen Arbeit. Infolgedessen bedarf es der Ausweitung der räumlichen und personellen Kapazitäten sowie zusätzlicher Gelder für den Landtag. Jetzt weiß ich, dass es der Regierung nicht ansteht, sozusagen Haushaltsveranschlagungen des Parlaments, des Souveräns in irgendeiner Form zu beurteilen. Deshalb gestatten Sie mir eine Bemerkung als ein Angehöriger dieses Hauses. Ich weiß, dass über die Frage der Kosten für den Landtag auch in der Öffentlichkeit und auch dem einen oder anderen Verband lebhaft diskutiert wird. Wir veranschlagen für dieses Jahr rund 75 Millionen € für die Arbeit dieses Parlaments. Bei einem Haushaltsvolumen von fast 30 Milliarden € sind das rund 0,25% oder, wenn Sie es anders rechnen wollen, 2,5 Promille, ein Wert, den Sie aus anderem Zusammenhang vielleicht leichter kennen, als Preisschild der Demokratie. Aus Debatten über die innere Sicherheit, das an der Stelle.
Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ganz andere Diskussionen über die Frage von demokratischen Strukturen und ihren Aufrechterhaltung und ihren Kosten. Wir sollten als Parlament bei aller Bescheidenheit, bei aller Bereitschaft auch zur Einsparung selbstbewusst mit der eigenen Positionierung, der eigenen Arbeit und ihrer Notwendigkeit umgehen. Insgesamt bewegen wir somit im Nachtragshaushalt ungefähr 485 Millionen €. Dieser Mehrbedarf wird durch Steuermehreinnahmen und Einsparungen in vollem Umfang gegenfinanziert. Wir haben im Vorfeld gemeinsam vereinbart, den Nachtragshaushalt noch vor der Sommerpause zu verabschieden, abzuschließen. Und dafür bin ich Ihnen dankbar für die Anpassung der Abläufe, damit wir den eigentlichen Haushaltsplan für das Jahr 2020 darauf aufbauend verabschieden. Frau Präsidentin, wenn Sie mir noch zwei Minuten geben, ich bin so oft vom Beifall unterbrochen worden, sodass ich dann an der Stelle die Verlängerung der Redezeit noch benötige. Auch wenn der Umfang des Nachtragshaushalts naturgemäß deutlich geringer fällt als die erstmalige Aufstellung des kompletten Plans, sticht ein Bereich in besonderer Weise hervor. Die Digitalisierung bildet den klaren inhaltlichen Schwerpunkt des Nachtrages. Und das ist auch folgerichtig, dass wir in dieser Legislaturperiode über 1 Milliarde € zusätzlich dort investieren. Wir haben nun die Aufgaben des Digitalisierungsbereichs bei Ministerin Christina Sinemus und Staatssekretär Patrick Burkhardt gebündelt. Ich bin froh und dankbar, eine ganze Reihe meiner Aufgaben abgeben zu können, dass dort jedenfalls eine Struktur entsteht, die Dinge dort konzentriert und auf diese Aufgabe bezogen bearbeiten zu können. Und deshalb haben wir auch entschieden, mit dem Digitalisierungsbudget deutschlandweit erstmalig eine zentrale Budgetverantwortung außerhalb des Finanzministeriums zu verankern. Und ich halte das ausdrücklich für richtig, dass wir das so gemacht haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb haben wir auch in diesem Nachtrag die operative Einsatzfähigkeit der neuen Ministeriumsstruktur gestärkt, mit 88 zusätzlichen Stellen, zu der auch 20 weitere im Jahr 2020 hinzukommen. Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stellen Hessen weiter gut auf. Gleichwohl wird der Blick auf den Haushalt des Jahres 2020, auf den ich einen letzten Satz verwenden will, vor dem Hintergrund dessen, was jetzt die Steuerschätzer uns für die nächsten Jahre bescheinigen oder eher nicht bescheinigen, es erfordern, dass wir die Frage gemeinsam beantworten, wenn wir neue politische Schwerpunkte haben wollen und diskutieren, dass wir jedenfalls sicherstellen beim Eingehen von Dauerbelastungen, sicherstellen können, dass wir das auch unter möglicherweise etwas restriktivere Einnahmenvorgaben dies auch in der Zukunft finanzieren zu können. Aber das wird die Debatte rund um den Haushalt zeigen, auf die ich mich bereits freue, genauso wie auf die weitere Debatte um den Nachtragshaushalt. Ich bitte sehr um Nachsicht, dass ich ein paar Sekunden überzogen habe. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächstes erteile ich Herrn Weiß von der SPD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Herr Minister Schäfer, das mit der Beifallswahrnehmung, da war dann, glaube ich, doch der Wunsch der Vater des Gedankens ein Spruch, der übrigens auch über diesem Haushalt stehen könnte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Haushalt ist das Gestaltungselement einer Regierung. Erst recht einer neuen Regierung, selbst wenn es die alte ist. Und da tun wir uns, glaube ich, richtig, wenn wir am Anfang uns mal die Rahmenbedingungen anschauen und das, was daraus gemacht wurde. Zuerst die Rahmenbedingungen im Rückblick. Und da hat Minister Schäfer zwei Sachen gesagt, zu denen ich gerne noch einmal etwas erläutern möchte. Der erste Punkt ist der Bereich der Schulden, über die Herr Schäfer ja gerne spricht, wo er aber nie noch im Nachsatz erwähnt, woher die denn kommen. Und man kann das gar nicht oft genug erwähnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Schäfer, die Mehrheit der Schulden des Landes Hessen sind Ihre Schulden, sind die Schulden der hessischen CDU. Unter Karl-Heinz Weimar
Unter Karl-Heinz Weimar und Ihnen hat das Land die Schulden mehr als verdoppelt, mehr Schulden gemacht als vorher in 50 Jahren Regierungsverantwortung der hessischen SPD. Ich erwähne es noch einmal, das kann man nicht oft genug wiederholen. Der zweite Punkt, auf den ich gerne noch einmal eingehen möchte, ist der Bereich der Konsolidierungsmaßnahmen. Sie haben gesagt, Sie haben konsolidiert, und das sogar in rauem Wind. Sie haben das Jahr 2014 genannt und die Rahmenbedingungen, die 2014 waren. Den Ball nehme ich gerne auf und schaue mir einmal Zahlen von 2014 an. Dann vergleichen wir doch einmal. Die Einnahmen des Landes waren 2014 22,5 Milliarden €. Die Einnahmen 2019 jetzt mit Nachtrag liegen bei 29,5 Milliarden €. Das sind 7 Milliarden € mehr. Die Zinsausgaben 2014 beliefen sich auf 1,4 Milliarden €. Jetzt sind es im Nachtrag 2019 noch 0,9 Milliarden €. Sie haben in Summe 7,5 Milliarden € mehr seit Beginn von Schwarz-Grün. Das macht im Schnitt in jedem Regierungsjahr 1,5 Milliarden € mehr, die Sie zur Verfügung hatten. Die Konjunktur hat konsolidiert, Herr Schäfer, sonst niemand und Sie erst recht nicht. Und rauer Wind stimmt der Konsolidierung, aber der kam von hinten bei Ihnen und nicht von vorne. So viel zu den Rahmenbedingungen. Was schlagen Sie jetzt konkret vor? Ich habe mir mal die Mehraufwände, Mehrbedarfe angeschaut, was drinsteht, die ganzen Einzelpläne durchgegangen. Einzelplan 01, haben Sie eben schon was gesagt. Mehrbedarfe für den Hessischen Landtag ist das Ergebnis einer demokratischen Wahl. Das, was Sie mehr brauchen für eine zusätzliche Fraktion, für 27 zusätzliche Abgeordnete. Ich hätte mir gewünscht, dass wir dieses Geld nicht brauchen. Da gibt es eine einfache Lösung für, wenn die Menschen draußen das nicht wollen. Sie müssen einfach mit der Erststimme weniger CDU wählen, mit der Zweitstimme weniger AfD wählen. Dann können wir das Geld hoffentlich in Zukunft einsparen. Als zweiten Einzelplan das neue Digitalministerium. Konkrete Inhalte liegen noch nicht vor, aber es werden erst einmal neue Stellen in der politischen Führung geschaffen. Das kann Schwarz-Grün gut. Aufblähung der Staatskanzlei, die schon aus allen Nähten platzt, um noch einmal über 100 Stellen. Eine neue Ministerin und natürlich auch ein neuer Staatssekretär. Der hat zwar keine Fachkompetenz, aber dafür Versorgungsbedarf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, daher hat Schwarz-Grün eine A11-Stelle aus dem Innenministerium erst in eine B9-Stelle umgewandelt und die dann vom Innenministerium in die Staatskanzlei verschoben, damit der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende dann vom Wissenschaftsministerium auf diese Stelle in der Staatskanzlei wandern kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so wird aus einem Amtmann im gehobenen Dienst ein topbesoldeter Staatssekretär. Das ist schwarz-grüne Personalpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und 88 weitere Stellen gibt es noch obendrauf. Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und GRÜNEN, Sie wissen noch nicht, wo Sie mit dem Ministerium hinwollen, aber setzen es schon einmal auf die Schienen und lassen es losfahren. Das Digitalministerium hätte ein echter Lichtblick werden können. Nach dem ersten Auftritt der Ministerin hier im Landtag ist das Licht aber schon verblasst. Und spätestens mit der PK am Montag ist das Digitalministerium zu einer Funzel geschrumpft. Wenn ich mir die Einzelpläne weiter anschaue, Einzelplan 04, haben Sie eben erwähnt, Herr Minister, neue Referendarstellen. Es wird höchste Zeit und folgt nur der bereits erfolgten Erhöhung der Studienplätze, dass die Referendarstellen nachziehen. Weil wenn man Studienplätze erhöht, muss man dann auch für die Studenten Referendarplätze schaffen. Aber wenn ich mir das einmal genau anschaue, Sie schaffen zwar 250 Stellen, aber Sie geben keinen einzigen Cent in diesem Haushalt dafür aus, um die zu finanzieren. Und warum ist das so? Weil Sie es komplett aus dem Budget bezahlen können. 250 Stellen für Referendare in diesem Jahr komplett aus dem Budget, ohne einen einzigen Euro dafür zusätzlich zu untermauern in diesem Haushalt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und GRÜNEN, von der Opposition fordern Sie für jede einzelne beantragte Stelle einen Finanzierungsvorschlag. Und Sie selbst schreiben hier 250 Stellen rein, ohne die auch nur mit einem einzigen Cent zu unterfüttern. Ich finde, das ist eine Art und Weise, die geht nicht. Und da werden wir uns sicherlich in den Ausschussberaten auch mal drüber unterhalten müssen. Einzelplan 05, neue Stellen, Bereitschaftsdienst, Fixierung, ist eine Folge aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
und neue Stellen Bußgeldverfahren. Ja, das ist auch schön, dass es da Richterstellen gibt, um die Bußgeldverfahren abzuwickeln. Der Innenminister hat neue Blitzer angeschafft, hat aber dann vergessen, dafür zu sorgen, dass das die Bußgeldbescheide auch jemand umsetzen muss. Und deswegen wird da jetzt nachgezogen. Einzelplan 06 gibt es Anwärterstellen für die Grundsteuerreform, dringend nötig. Dringend nötig, sind wir uns einig, reichen aber nicht aus. Das ist nicht nur unsere Meinung, sondern auch die Meinung der Deutschen Steuergewerkschaft. Die Stellen, die da drin stehen, reichen nicht aus. Selbst wenn am Ende ein wertunabhängiges Modell rauskommen sollte, reichen diese Stellen nicht aus, von einem wertabhängigen Modell gar nicht zu reden. Darüber hinaus sind es lediglich Anwärterstellen, die hier geschaffen werden. Einzelplan 07, 20 zusätzliche, Herr Minister Al-Wazir, sind ja da, 20 zusätzliche Stellen Tunnel- und Brückenbau. Das sind im Übrigen Projekte, die 2021 an den Bund übergehen. Trotzdem sind sie notwendig. Notwendig sind aber auch zusätzliche Ressourcen für den Landesstraßenbau, für den Radwegebau und die Verwirklichung von 40% der Projekte des Bundesverkehrswegeplans, die Sie seit Jahren verweigern. Hier mal ein konkretes Beispiel, Herr Al-Wazir, Ihre ach so großartige Sanierungsoffensive 2016 bis 2023 hat gerade Halbzeit. Von den Straßenbauprojekten ist gerade mal ein Drittel umgesetzt. Von den Radwegeprojekten, die da drin sind, 11% sind davon gerade mal umgesetzt. Von den Radwegeprojekten. Das ist eine Peinlichkeit für einen grünen Verkehrsminister. Sie werden es innerhalb dieser Sanierungsoffensive nicht schaffen, alle Radwegeprojekte umzusetzen. Vielleicht schaffen Sie die Hälfte, wenn überhaupt. Und Sie müssten jetzt in so einem Nachtrag, wo Sie neu jetzt drin sind, wo Sie auch das Geld noch haben, eigentlich nachsteuern. Und nichts davon ist drin. Nichts davon ist drin. Sie brauchen sich nicht noch einmal auf die Fahnen zu schreiben, dass Sie Vorkämpfer für den Radverkehr sind, wenn Sie das hier so sträflich vernachlässigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Einzelplan 17, und da kommen wir dann zu den Zahlen. 406 Millionen € weniger Zahlung in den Länderfinanzausgleich. 29,2 Millionen € mehr Steuern, 50 Millionen € Zinsen weniger, macht insgesamt ein Plus von 485 Millionen €. Wofür wird das denn ausgegeben? Sie haben einen 200-Seiten Koalitionsvertrag vorgestellt. Nichts davon wird hier umgesetzt. Ich war bei der Länge immer ein bisschen skeptisch. Ich habe das auch mal erlebt, dass ein Gasthaus bei mir im Wahlkreis kurz bevor es geschlossen hat, hat es noch mal eine richtig dicke Speisekarte rausgebracht. Ja, da habe ich dran gedacht, als ich ihren 200 Seiten starken Koa-Vertrag gelesen habe. Nichts aus diesem Koalitionsvertrag, was Sie so groß vor sich hergetragen haben, steht da drin. Nichts. Ich sage es Ihnen gerne noch einmal. Das sind ja Ihre Punkte. Digitalisierungsoffensive 1 Milliarde. Hessischer Masterplan Wohnen ist ein wichtiger Punkt. Polizei 2020, 1.000 Stellen. Ländlicher Raum. Großes Erzieherpaket, Ausbau Ganztagsschulprogramm, Zukunftsprogramm Geburtshilfe, Einführung eines hessischen Hebammengeldes, 300 neue Professorenstellen, Gesundheitspakt 3.0, deutliche Erhöhung Investitionsmittel Krankenhäuser, Sozialbudget 2025, KIP 3 für die Kommunen. Nichts davon steht hier drin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wofür ich und das ja, Herr Boddenberg, was wir hier beschließen, Herr Boddenberg, hier geht es um das erste Fünftel Ihrer Legislaturperiode. Wann wollen Sie denn Ihre Punkte umsetzen, wenn nichts davon schon im ersten Fünftel drinsteht? Nichts. Das ist ein verlorenes Jahr für Hessen. Und der eigentliche Hammer ist, von den zusätzlichen 500 Millionen €, fast 500 Millionen, die ich eben erwähnt habe, geht nicht ein Cent in die Schuldentilgung. Nicht einer. Es bleibt bei den gerade mal 100 Millionen €, die Sie schon im Plan für 2019 drin hatten. Bei 45 Milliarden € ist das ungefähr so, als wenn Sie eine Seite aus dem Telefonbuch rausreißen. Dabei bleibt 500 Millionen € mehr, nicht ein Cent in die Schuldentilgung. Und das verkaufen Sie uns hier als nachhaltig und generationengerecht. Dass ich nicht anfange zu lachen, Herr Minister. So, und zum Schluss komme ich mal mit einem Ausblick auf die Rahmenbedingungen, wie es weitergeht. Laut aktueller Mai-Steuerschätzung haben Sie im Vergleich zur November-Steuerschätzung, die ja wohl Grundlage für Ihren Koalitionsvertrag war, 27,8 Milliarden € weniger für diese Legislatur. Ab 2021 ist mit einer deutlichen Reduzierung der Steuereinnahmen zu rechnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und Grünen, wann wollen Sie das eigentlich alles umsetzen, was Sie versprochen haben? Und wie wollen Sie das bezahlen? Da sind Sie
darauf Antworten schuldig. Und ich bin sehr gespannt. Ich kann mich hier an großartige Reden erinnern von Matthias Wagner, wo er irgendwelche Luftzahlen sich ausgesucht hat, wofür angeblich die SPD alles fordern würde, ohne Finanzierungszusage. Ich sage Ihnen einmal was. 1 Milliarde Digitalisierung, 2,2 Milliarden Wohnen, 50 Millionen für 1.000 Polizisten. Gutes Kita-Gesetz, 5,5 Milliarden. Jeder Cent davon legt Hessen 1 Euro, also das Gleiche noch einmal drauf, 410 Millionen. Herkules-Kulturbau, 150 Millionen und. Und kein Wort in Ihrem Koalitionsvertrag, wie Sie das alles finanzieren wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Schwarz-Grün hat keine seriöse Haushaltspolitik vorgelegt. Und dieser Staat ist dafür noch einmal ein eindrücklicher Beweis. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, auf der Besuchertribüne darf ich eine Delegation von Wirtschaftsvertretern indischer Firmen aus der Rhein-Main-Region, begleitet von der Generalkonsulin Indiens, Frau Pratikpa Parker, herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie da sind. Und für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN darf ich jetzt Herrn Kaufmann das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich bei der ersten Haushaltsdebatte in der neuen Legislaturperiode hier vorne vor Ihnen stehe und sehr deutlich und sehr ehrlich sage, Norbert Schmidt, ich vermisse dich sehr. Meine Damen und Herren, die Mehrheit der heutigen Rednerinnen und Redner werden als neue haushaltspolitische Sprecherinnen und Sprecher ihrer Fraktionen jetzt hier antreten. Und das sollte mir eigentlich eine Gelegenheit geben, einen Wunsch zu äußern. Nach dem, was ich jetzt gehört habe, fällt mir das etwas schwerer, aber ich werde es trotzdem tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten speziell in den Haushaltsdebatten in diesem Haus wieder mehr Spannung haben. Denn schließlich liefert der Haushalt für alle Politikbereiche die wesentliche Grundlage, um die politischen Ziele zu verwirklichen. Damit bedeutet mein Wunsch nur keineswegs, dass wir uns über den Haushalt und seine Schwerpunkte sowie die Dotierung auch im Einzelnen nicht streiten dürften. Nein, das ist ja selbstverständlich. Aber es wäre doch schön, wenn es dabei um die Diskussion realistischer Alternativen in der Sache ginge. Und aus meiner Sicht gehört das zur Kritik immer dazu. Und da kann man nur feststellen, verehrter Kollege Weiß, das ist Ihnen nun gar nicht gelungen. Weil Sie haben zwar eine sehr weit zurückblickende sozusagen Philippika hier abgelassen über das, was Ihnen alles nicht passt. Aber an einer einzigen Stelle auch nur mal uns mitzuteilen, wie Sie es denn gerne hätten, an welchem Beispiel auch immer, das haben Sie mal wieder versäumt. Also, mir geht es so, dass ich immer wieder gefühlt ununterbrochen höre, von der Seite der Opposition ist alles zu spät und alles zu wenig und hätte alles viel schneller sein müssen, haben wir heute auch wieder erlebt. Auch nur ein einziger neuer Denkanstoß, verehrter Kollege Weiß, war nicht dabei. Meine Damen und Herren, die inhaltlichen Kernpunkte des Nachtragshaushalts hat der Finanzminister bei der Einbringung uns ja soeben bekannt gemacht. Ich muss das, denke ich, nicht alles wiederholen. Deswegen werde ich den Schwerpunkt auf das, was die Opposition bereits von sich gegeben hat, richten. Was den Kollegen Weiß von der SPD angeht, haben Sie es selber alle gehört. Was die Kollegin von der FDP angeht, können wir bislang nur auf die schriftlichen Unterlagen uns Bezug nehmen. Aber auch das tue ich sehr gerne. In der Pressemitteilung vom 15. Mai ist das ja auch alles nachzulesen. Da haben wir zur Kenntnis nehmen dürfen, dass aus Sicht der FDP die höheren Tilgungsleistungen, die von Ihnen ja gefordert werden, begründet werden, für mich etwas überraschend, mit der Sorge, dass die derzeit sprudelnden Steuerquellen absehbar nur noch tröpfeln würden. Meine Damen und Herren, ich will da aus meiner Sicht drei wichtige Aspekte mal beleuchten. Erstens. Ich sage, es wäre ökonomisch und speziell finanzwirtschaftlich auch überhaupt kein sinnvolles Ziel,
die Finanzierung öffentlicher Investitionen auf Dauer ohne jeglichen Fremdkapitaleinsatz anzustreben. Und deshalb ist es auch aus meiner Sicht falsch, die sogenannte völlige, vollständige Schuldenfreiheit beim Land anzustreben, was aus Ihrem Text hervorgeht. Zweiter Punkt, den man beachten sollte, dass in Zeiten, in denen jede Refinanzierung immer noch zu einer signifikanten Senkung des jeweiligen Zinsaufwandes führt, dass es da sinnvoller erscheint, Mittel aus erhöhten Steuereinnahmen für den Bedarfsfall zur Verfügung zu halten, als dass sie durch Tilgung endgültig weggegeben werden. Und der dritte Aspekt, meine Damen und Herren, gerade wenn man mit deutlichen Ausfällen bei Steuereinnahmen, Stichwort Tröpfeln statt Sprudeln, rechnen muss, dann ist es doch ein Gebot der Klugheit, entsprechende Vorkehrungen zu treffen und das Geld nicht für was auch immer auszugeben. Und genau das tun wir, tut diese Koalition in Form unserer Ausgleichsrücklage, die bei konjunkturell bedingten Steuerausfällen zur Verfügung steht. Können Sie mir einmal sagen, wie man besser das Vorsorgeprinzip hier auch zur Geltung bringen kann als genau durch diese Maßnahme? Meine Damen und Herren, es drängt sich da wirklich die Frage auf, nach der Logik Ihrer Forderungen, verehrte Frau Kollegin Schardt-Sauer, die Furcht vor sinkenden Einnahmen führt bei Ihnen zur Forderung, gleichzeitig die Einnahmen aus Umschuldungen ebenfalls zu verringern, wenn man Ihre Sorge mal kameral ausdrücken möchte. Und das finde ich, wäre schön, wenn Sie uns das nachher noch einmal begründen könnten, warum das eine sinnvolle finanzwirtschaftliche Maßnahme sein soll. Aus meiner Sicht wäre es sehr viel lohnenswerter, wenn wir gemeinsam über die Optimierung von Finanzierungsaktivitäten des Landes uns vielleicht mal tiefergehend austauschen. Wir haben ja dann demnächst auch Termine, weil die platte Forderung nach höheren Tilgungsraten, die gebetsmühlenartig ja fast von allen oppositionellen Seiten dieses Hauses wiederholt wird, die bringt uns nach meiner Überzeugung wirklich nicht weiter. Wir werden nicht vergessen, und wir bestätigen auch sehr deutlich, dass die Schuldenbremse ein richtiges Mittel gegen die Überschuldung und den Kreditmissbrauch der öffentlichen Hände war, aber dass sie gleichermaßen keine dauerhaft gültige Richtschnur, insbesondere im Bereich der Investitionsfinanzierung der öffentlichen Hände sein sollte. Übrigens eine Meinung, die, wie Sie wissen, von sehr vielen Finanzwissenschaftlern auch genauso gesehen wird. Meine Damen und Herren, damit komme ich zur Kritik der SPD. Da hatten wir schon die Freude, einiges zu vernehmen. Im Übrigen, ich habe aus der Pressemitteilung von der Kollegin Schardt-Sauer noch entnommen, dass sie das Digitalisierungsthema einigermaßen wohlwollend aufgenommen hat, während bei der SPD von einer Bankrotterklärung da die Rede ist. Also, irgendwie scheint das auch ein sehr unübersichtliches Bild der Betrachtung zu herrschen. Speziell in diesem Bereich, da hat der Finanzminister schon darauf hingewiesen, gibt es dieser Nachtragshaushalt aber nun wirklich klare Antworten. Das neue Ressort wurde in der Staatskanzlei angesiedelt, was ja der SPD ganz offensichtlich nicht passt. Wir haben es gelesen und gehört. Verehrter Kollege Weiß, hätten Sie es lieber gehabt, dass ein eigenständiges Ressort mit einem kompletten eigenen Verwaltungsapparat, Stichwort Zentralabteilung, mit weiteren etlichen Stellen mehr zusätzlich aufgebaut worden wäre? Nach eigener Aussage scheint das so zu sein, was wir eben vernehmen dürfen. Ich kann nur sagen, es ist sehr sinnvoll, sich hier auch mit dem Notwendigen, der ja unstrittig ist, Personalaufwuchs hier auf die Fachfragen zu konzentrieren und nicht alles in die Eigenverwaltung zu stecken. Und genau das haben wir gemacht. Wenn ich Ihrer Kritik entnehmen darf, dass Sie ein Konzept nicht gefunden haben, dann wäre es vielleicht gut, Sie hätten hier heute besser zugehört und würden auch noch weiter zuhören. Dann lässt sich das Konzept bestimmt auch noch erkennen. Obwohl, ich räume ein, bei der SPD ist Konzept häufig mit Kriegsfuß verbunden. Man kommt da nicht so gut zusammen. Das haben Sie der Koalition ja schon dauernd vorgehalten, während selbst von Ihnen auch ansatzweise nicht einmal irgendetwas zu hören war. Und das zeigt sich auch daran, was Sie über Ihre Lektüre-Erfahrungen aus dem Koalitionsvertrag uns zu berichten wussten. Natürlich ist das ein Programm für eine ganze Wahlperiode. Ich will jetzt nicht so euphemistisch sein und sagen, weitere Wahlperioden werden sich anschließen. Aber eines ist doch klar, dass Sie ausgerechnet in einem Nachtrag
der nur dafür da ist, die notwendigen Korrekturen und Anpassungen zu machen. Jetzt das die große Feuerwerk der neuen Politik verlangen, das kann man eigentlich nur damit verstehen, dass Sie in diesem Fachgebiet, mit dem Sie sich jetzt befassen, nämlich der Haushaltspolitik, wirklich ganz neu sind. Meine Damen und Herren, dass das ein Nachtrag ist, erkennen Sie auch sozusagen, wenn Sie den Bilanzstrich ziehen. Um knapp 150 Millionen € steigt das Volumen im Nachtragshaushalt von unserem Gesamthaushalt. Das sind gerade einmal 0,4 %. Und insoweit ist es eben in der Tat der Nachtragshaushalt kein Signal der Geldverschwendung, sondern der notwendigen Anpassung auf unserem Weg, hier das Land weiter gut zu regieren. Und demzufolge haben wir die strukturell notwendigen Veränderungen eingebaut, haben aber darüber hinaus uns die Gestaltung der Politik natürlich noch vorbehalten. Ich glaube, man hätten sonst zu hören gekriegt, dass in dem vereinbarten, etwas beschleunigten Verfahren, damit wir jetzt sozusagen den Haushalt 19 auch abrunden können, noch vor der Sommerpause, gerade von der Opposition die Kritik gekommen wäre, wenn wir umfängliche neue politische Programme da reingeschrieben hätten. Das hätte man ja gar nicht alles hinreichend sozusagen sich anschauen können. Von daher, meine Damen und Herren, was hier als Nachtragshaushalt vorliegt, ist ein weiterer Schritt der soliden und guten Finanzpolitik dieser Koalition. Und wenn Sie sich darüber ärgern, dann ärgern Sie sich in Wahrheit. Es ist aus Ihren Worten ja auch klar geworden, Herr Kollege Weiß, über das, was die Wählerinnen und Wähler am 28. Oktober entschieden haben. Ich kann nur sagen, darüber ärgern wir uns nicht. Wir sind froh, dass wir das Mandat haben, weitere 5 Jahre Hessen entscheidend mitzugestalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der AfD, Herr Abg. Lambrou. Sie haben das Wort für 10 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrter Herr Finanzminister Schäfer! In dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des Haushaltsgesetzes für den Doppelhaushalt 2018-2019 verbirgt sich ein Thema, auf das ich heute bei der ersten Lesung ausschließlich eingehen möchte. Herr Minister Schäfer hat das Thema in seiner Rede eben nur gestreift und lieber Witzchen im Promillebereich darüber gemacht. Meine Damen und Herren, als politisch interessierter Bürger habe ich jahrzehntelang dem Treiben der Parteien vor dem Fernseher verfolgt. Mich hat dabei eines immer ganz besonders gestört, und zwar Selbstbedienungsmentalität. Jetzt bin ich mittlerweile Politiker, was ich mir damals übrigens nie hätte träumen lassen. Aber nur weil ich die Seiten gewechselt habe, habe ich noch lange nicht meine Meinungen geändert, auch nicht die zur Selbstbedienungsmentalität. Die Fraktionen im Landtag erhalten finanzielle Mittel, um ihre politischen Aufgaben erfüllen zu können. Im Hessischen Landtag gab es in der vergangenen Legislaturperiode ein Budget für die Finanzen der 5 Fraktionen von insgesamt fast 8 Millionen €. In der laufenden Legislaturperiode ist das Budget auf 9,4 Millionen € gestiegen. Das bedeutet eine Steigerung um 1,45 Millionen €. Zum einen, weil der Hessische Landtag aufgrund von Ausgleichs- und Überhangsmandaten statt 110 jetzt 137 Abgeordnete umfasst. Zum anderen, und das ist der wesentliche Teil bei den Fraktionsbudgets, weil es eine 6. Fraktion gibt, nämlich die Alternative für Deutschland. Es wird deshalb ja auch ganz gerne kolportiert, dass die AfD schuld sei an den gestiegenen Fraktionskosten des Hessischen Parlaments. Nein, meine Damen und Herren, das stimmt nicht. Wir von der AfD-Fraktion möchten an dieser Stelle die folgende Frage stellen. Warum teilen wir nicht einfach das bisherige Budget für die 5 Fraktionen von knapp 8 Millionen € auf die nunmehr 6 Fraktionen?
Das fänden wir eine sehr gute Idee. Denn dann gäbe es nämlich keine Mehrkosten von 1,45 Millionen € bei den Fraktionsbudgets durch eine sechste Fraktion. Aber, meine Damen und Herren, das würde ja bedeuten, dass der Einzug der AfD in den Hessischen Landtag für Sie neben dem Verlust von etlichen Parlamentssitzen auch noch einen sehr, sehr deutlichen Verlust an Fraktionsbudget nach sich ziehen würde. Nun ja, warum eigentlich nicht? Entspräche das etwa nicht dem Willen des Volkes? Obwohl die Kosten für eine sechste Fraktion jetzt weitgehend einfach nur oben auf das allgemeine Fraktionsbudget draufgesattelt wurden, hat das Landtagswahlergebnis vom 28. Oktober 2018 aber dennoch zu gewissen Veränderungen in den Finanzen der anderen Fraktionen geführt. Bei den Wahlverlierern CDU minus 11,3% und SPD minus 10,9% zu Verlusten von jährlich 91.000 € bzw. 173.524 €. Wenn man als Wahlverlierer aber dennoch ein höheres oder zumindest ein weitgehend ausgeglichenes Fraktionsbudget haben möchte, dann gibt es zwei Wege. Einen langen, schwierigen, unsicheren Weg und einen kurzen, einfachen, sicheren Weg. Der lange Weg besteht darin, jetzt 5 Jahre lang gute Politik für die Bürgerinnen und Bürger Hessens zu machen, um dann bei der Landtagswahl 2023 ein hoffentlich besseres Wahlergebnis zu erzielen und damit auch wieder höhere Fraktionsmittel für die Fraktion. Der kurze Weg besteht darin, das Budget für alle Fraktionen zu erhöhen, per Gesetz. Der angenehme Effekt für die Fraktionen, die Finanzmittel durch die Wahl verloren haben und diesen kurzen Weg einschlagen, ist übrigens, dass alle anderen Fraktionen von solch einem Beschluss ebenfalls finanziell profitieren. Das schließt die Reihen und schafft Einigkeit zwischen den Fraktionen. Voraussetzung für diesen Weg ist aber halt Diskretion. Und das setzt halt voraus, dass alle Fraktionen ihn mittragen. Denn es sind ja gerade diese Themen, welche die Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht mögen. Stichwort Selbstbedienungsmentalität. Am besten winkt man so etwas spät abends mit einem kurzen Vorlauf durch die Parlamentssitzung oder man verbirgt das Thema innerhalb von anderen Themen, wo es ebenfalls um Geld geht, zum Beispiel in dem vorliegenden allgemeinen Nachtragshaushalt. Die Fraktionen wollen sich darin eine zusätzliche allgemeine Erhöhung der Fraktionsbudgets von fast 600.000 € pro Jahr genehmigen, sodass wir auf ein Gesamtbudget aller Fraktionen von 10.020.237 € kommen würden. Meine Damen und Herren, die AfD macht das nicht mit. Wir sehen keine Notwendigkeit einer Erhöhung. Die bestehenden finanziellen Mittel sind ausreichend. Wir thematisieren diesen Vorgang hiermit und schaffen Öffentlichkeit. Begonnen haben wir damit bereits vergangene Woche mit unserer Pressemitteilung. Wir werden außerdem zu diesem Nachtragshaushalt im Ausschuss entsprechende Änderungsvorschläge im Rahmen der Lesungen einbringen. Übrigens haben meine Kollegen und ich gerade ein gewaltiges Déjà-vu, das Sie eigentlich teilen müssten. Denn die meisten von uns und auch von Ihnen sitzen ja ebenfalls in den kommunalen Parlamenten Hessens. Und im April 2016 war es nach der Kommunalwahl genauso. Da wurden in vielen kommunalen Parlamenten von den etablierten Parteien einfach die allgemeinen Budgets der Fraktionen erhöht. Klar, weil durch ihre bei der Kommunalwahl gesunkenen Wahlergebnisse und den Einzug der AfD den anderen Fraktionen kräftig Fraktionsbudget verloren gegangen war. Ich möchte Ihnen diesen Effekt einmal am Beispiel der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag verdeutlichen. Das Budget der CDU-Fraktion betrug in der vergangenen Legislaturperiode 2.007.000 €. Es sank nach der Landtagswahl auf 1,916 Millionen €, ein Minus von 91.000 € im Jahr. Angesichts eines Verlustes von satten 11,3% bei der Landtagswahl, aber eigentlich noch moderat. Durch die allgemeine Erhöhung der Fraktionsbudgets im vorliegenden Nachtragshaushalt kommt die CDU-Fraktion nun aber in Zukunft
auf 2.015.800 €. Damit erhält die CDU im Vergleich zu vor und nach der Landtagswahl sogar 8.800 € mehr Fraktionsbudget pro Jahr. Und das, meine Damen und Herren, bei einem Wahlergebnis von -11,3% am 28. Oktober 2019 bei der Landtagswahl. Respekt, liebe CDU, eine reife Leistung für den Wahlverlierer der Landtagswahl. Aus finanzieller Sicht hebeln Sie mit dieser Vorgehensweise übrigens den Willen der Wähler aus. Denn zu dem Verlust von Parlamentssitzen gehört auch ein gewisser Verlust an Fraktionsbudget. Eigentlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.